Hallo, Servus bei Monaco Deluxe, schön, dass du draufgeklickt hast. Ich bin heute bei Hirmer und es geht nicht in Mode. Wieso, weshalb, warum? Bleib dran. Thomas, du hast vor 3 Jahren die Idee gehabt zu Kauf lokal. Jawohl. Wie kam es dazu? Stimmt. Wir haben eigentlich gesehen, dass die Innenstädte immer einheitlicher werden. Dadurch, dass wir relativ viel unterwegs waren, hat uns das so ein bisschen aufgeregt. Und das war der Grund dafür, mal Münchner Unternehmen zu uns einzuladen und den Münchnern mal zu zeigen, was aus ihrer Stadt so kommt. Es ist in diesem Jahr 4 Wochen 40 Marken. Wie ist denn da das Wachstum entstanden? War nicht von Anfang an so wahrscheinlich? Bei der ersten Aktion 2016 haben wir knapp 30 Unternehmen mit an Bord gehabt. In der zweiten Aktion waren es schon 56 Unternehmen. Und jetzt in der jetzigen Aktion sind es 40 Unternehmen. Einfach aus dem Grund, weil wir gemerkt haben, dass man den Unternehmen ein bisschen mehr Platz geben muss. Und wir einfach hier im Haus, wir haben Platz und wir geben ihnen gerne den Platz. Aber wir kommen auch so ein bisschen an unsere Grenzen, was aber nicht heißen soll, dass es vielleicht im nächsten Jahr nochmal ein Ticken größer wird. Was ist denn deine Lieblingsmarke? Also, was mich am meisten fasziniert hat, war Judith Lohse. Ist eine junge Frau, die ein Buch geschrieben hat über die geheimen Plätze in München. München geheim heißt es. Die hat ja in ihrer Elternzeit dieses Buch geschrieben, weil sie mit ihrem Kind relativ viel unterwegs war und sich gedacht hat, Mensch, warum nicht mal das aufschreiben, was ich als wirklich besonders erachte. Und das hat mich sehr fasziniert, weil das muss man, also da braucht man Durchhaltevermögen, um in der Elternzeit mit Kind so etwas durchzuziehen. Wie kann man sich das hier vorstellen? Wie setzt ihr das hier bei euch im Haus um? Wir haben eigentlich auf allen Etagen Produktinseln mit den Münchner Labels und mit den Münchner Unternehmen. Wir haben darüber hinaus von Donnerstag bis einschließlich Samstag immer von 12 bis 19 Uhr Tastings bei uns im Haus. Also den Gin muss man probieren, den Kaffee muss man probieren, das Brot muss man probieren. Also alle Produkte, wo man etwas mit Genuss zu tun hat, die wollen wir einfach so zeigen, dass die Leute es auch tatsächlich probieren können. Ich würde sagen, dann schauen wir uns mal um. Eis rein, damit der dann auch schmeckt. So, dann machen wir den berühmten Ingelikör, beziehungsweise Ingelsirup. So schaut der aus. Dann machen wir den Flüssig. Guck. Ein bisschen Aquaminerale. So, und nicht zuletzt, ganz wichtig, ein bisschen Basilikum und einen Strohhalm. Und dann nur Salute. Dankeschön. Bitte. Das ist mein kleines Päuschen. Im dritten Stock ist die Tagesbar von Hirmer. Und da habe ich jetzt gerade einen Ingelspritz, das ist ein Münchner Ingwer-Sirup mit Basilikum. Leute, schöner kann der Tag nicht starten. Ich dachte mir jetzt gerade eben, nach der Ingelspritz, also das war so ein Münchner Ingwer-Sirup, mit Prosecco aufgegossen, mit frischem Basilikum, dass irgendwas Süßes noch ganz lecker wäre. Und da habe ich gesehen, dass hier im 4. Stock die Bonbon-Manufaktur ist. Und der Marius steht neben mir und erzählt uns jetzt mal, warum machst du Bonbons? Ich mache Bonbons, weil es meine Passion ist. Ich liebe an dem ganzen Materialischen wegzudenken und einfach aus Zucker in kurzer Zeit ein fertiges Produkt zu schaffen. Und das ist mein Bonbon oder Lollis oder ähnliches. Und du kannst die Menschen damit super glücklich machen. Wie viele Sorten gibt es von dir? Weit über 100. Also jetzt gerade akut im Laden, Januar, Februar ist ein bisschen ruhiger. Da haben wir so 120 Sorten, 100. Aber es geht rauf bis zu 150 verschiedene Sorten zur Weihnachtssaison. Brutal viel. Ich würde sagen, ihr schaut einfach mal in den 4. Stock, verköstigt ein paar leckere Sorten, das mache ich nämlich jetzt auch gleich noch. Und vielleicht lädt er uns mal ein in die Werkstatt, dann sehen wir mal, wie Bonbons hergestellt werden.
Lokal ist das Motto und ich finde das richtig, richtig gut, denn Regionalität muss unterstützt werden und hier findet ihr im HEMA über 40 Marken, also so richtig coole Shirts wie hier von Bavaria Couture oder auch leckere Sachen zum Probieren und die Tastings sind richtig gut, denn hier kannst du die Sachen probieren und auch gleichzeitig erfahren, wie sie entstehen und wo sie herkommen. Schaut einfach mal vorbei, alle Infos unten in der Infobox und klickt mal durch und unterstützt die Aktion. Je mehr mitmachen, umso cooler ist das Ganze. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Klickt einfach mal durch, denn wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.